Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Bicep gegen die Welt. Heute wieder ein Oras Online-Kampf und zwar habe ich den diesmal aufgenommen in der Kampfkamera. Und wir kämpfen nämlich gegen ein Mädchen. Und ja, wir fangen ja auch gleich schon an mit dem Kampf. Katie schickt ihr Azumarill und ihr Sylveon, also ihr Filenara, in den Kampf. Und wir wieder mit meinem Lieblings-Pokémon Kangama, was auch mein Mega-Pokémon ist, wie ihr hier sehen könnt, und Rotom. So, die Mega-Entwicklung hat mein Kangama durchführt und wir greifen als erstes an mit Mogelhieb. Und ja, der Grund, warum ich nicht den Kampf live aufnehme, ist, da die Kamera wieder rumgemeckert hat und deswegen der Kampf nicht geklappt hat. Und ja, deswegen muss ich den jetzt so zeigen. Und ja, so, der Knuller ging daneben. Super für uns. Das Azumarill ist verbrannt. Noch besser. So, unser Rotom setzt jetzt Schutzschild ein. Und Kangama greift das Filenara mit Risikotackle an. Es sollte ziemlich viel Damage machen. Und jawohl, das Filenara ist... Filenara. Jetzt mische ich schon die Namen durcheinander. Das Filenara ist kampfunfähig. Und das Azumarill greift uns mit Knuddler an. Macht nicht so viel Damage. Aber das Schlimme ist, unser Angriff sinkt. Aber kein Problem. Wir wechseln einfach das Pokémon aus. Katie setzt jetzt ihr Gänger in den Kampf. Und wir ziehen unser Gengar, wie gesagt, zurück. Und schicken dafür unser Durengard in den Kampf. Und jetzt was ganz Cooles. Also wir wurden jetzt erstmal durch den Irrlicht von Gengar verbrannt. Aber das macht nichts. So, Rotom greift damit Ladungsstoß. Greift damit sogar beide gegnerische Pokémon an. Und boah, das Gengar ist paralysiert. Also haben wir Glück gehabt. So, Azumarill setzt Abschlag ein. Macht nicht viel Damage, aber schlägt unsere Überreste weg. Aber... kein Ding. So. Azumarill und Durengard kriegen den Chip-Damage durch die Verbrennung. Aber, naja. Durengard schützt sich selbst und Rotom wieder mit Ladungsstoß. Und das sollte eigentlich den Rest für Azumarill geben. Und es hat noch ein KP, wie es aussieht. Und kann sogar noch angreifen mit Knuddler. Macht, ja, geht zu viel Damage. Gengar setzt Bürde 1 ging daneben, da unser Durengard Schutzschild eingesetzt hat. Und, ja... zwei Pokémon von der Katie sind jetzt schon tot und das sollte eigentlich schon den Kampf entschieden haben. Aber naja, mal gucken, vielleicht schafft sie es ja noch. So, jetzt setzt Katie ihr Lupunny ein, also ihr Schlappohr, ihr Mega-Pokémon, wie man hier sehen kann. So, Taktikwechsel von Durengard. Unser Durengard greift an. Und zwar Gengar mit Schattenstoß und das dürfte das Gengar kampfunfähig machen. Und jupp, das Gengar ist kampfunfähig. So, sein Schlappohr greift an mit Turmkick und Durengard ist auch kampfunfähig durch seine Schwäche von Kampf. Aber es kriegt noch durch den Beulenhelm Chip Damage. So, Rotom setzt Irrlicht ein und es geht daneben, aber egal. Kann passieren, kann passieren. So, Rotom jetzt setzt jetzt Schutzschild ein. Das tut weh. Das Schlappohr wollte angreifen durch mit Tonkick, aber es ging daneben und dadurch kriegt er selbst Schaden. Und ja, das hat den Kampf jetzt entschieden. Endgültig. Es ist verbrannt. Das heißt, ein Angriff geht runter. Und ja. So, Rotom ist fast tot. Gengar greift an mit Matschbombe. Und der Kampf ist entschieden. Aber trotzdem ein ziemlich spannender Kampf. Und ja, wir haben gegen Katie gewonnen. Und ja, ich hoffe, der Kampf hat euch gefallen. Und ihr lässt... Und es wäre super, wenn ihr ein Abo oder einen Daumen nach oben da lassen könntet. Ich würde mich mega freuen. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Und ja, bis dahin, macht's gut, Leute. Euer Bicep.